Lido King würde ich ungern rauswerfen. Wir können hier nochmal schauen. Oh, wir haben Pflanzenenergie dazu bekommen. So. Haben wir mal getauscht. Feuerenergie raus, dafür mehr Pflanzen, mehr Wasser rein. Das ist gut. Können wir hier noch irgendwas erleichtern? Ich glaube nicht. Nee, da nicht. Irgendwas muss noch raus. Aupi würde ich gerne drin lassen, weil wir bald zum Steinclub zurückgehen. Lido King und Tangela würde ich eigentlich auch gerne draußen lassen. Drin lassen. Das heißt, irgendwas von hier muss wieder raus. Energiezugewinnung. Wir haben 13 und 10. Muss ich bei Gelegenheit vielleicht mal auf meinem Gameboy nachschauen, wie viele Energiekarten ich da in meinem Deck habe. Aber ich bin mir einigermaßen sicher, da habe ich auch viermal Energiesuche drin und die gleicht dann noch einiges aus. Hier haben wir jetzt zwei, das ist schon mal ein Anfang. Mit mehr Professor Eich und mehr Bill. Ja, ich habe da auch auf jeden Fall immer vier Bill-Karten drin. Das hilft. Schauen, im Zweifelsfall schmeißen wir Tausch oder Pokéball weg. Plus Power und Defender können eigentlich wahrscheinlich auch raus. Einmal hat es uns jetzt wirklich den Arsch gerettet, aber von den Karten bin ich eigentlich nicht so überzeugt. Die Wiederverwertung ist auch so ein mal klappt's nicht. Ich bin eigentlich, wenn wir nicht mit Safe State spielen, wenig der Freund von so Zufallseffekten, die dann im Endeffekt gar nichts bringen, sondern einfach nur eine ja, verlorene Handkarte. Wir werfen das wieder raus. Speichern, ja. So, unser Deck sieht schon viel besser aus. Hier haben wir uns noch nicht umgeschaut. Wäre ich nur ein paar Jahre jünger, würde ich es mit euch Kindern aufnehmen. Okay. Wir können dich auch so auf den Arm nehmen. Ich sehe, du spielst auch das Pokémon-Sammelkartenspiel. Ich trete nicht gerne gegen andere an. Ich ziehe es vor, die Karten zu sammeln. Übrigens, besitzt du ein Parasect? Würdest du es mir schenken? Was meinst du? Ja klar, wir verschenken allen Karten, ne? Aber du besitzt Parasect doch gar nicht. Ja, genau deswegen wollte ich sie auch schenken. Ich bewundere deine Großzügigkeit, aber du kannst nichts verschenken, was du nicht besitzt. Komm wieder, wenn du Parasect besitzt. Warum? Das Geier. Ich habe nur gesagt, welcher Großmeister der Beste ist. Ich denke, Sven ist der beste Großmeister. Der beste Spieler unter den Großmeistern ist Uwe, daher ist er auch der erste der Großmeister. Naja, beult euch mal. Wasserclub. Wir waren drin, aber ich glaube, wir haben nur mit dieser einen Tusse geredet. Kann das sein? Ne, mit dem Opa haben wir auch schon geredet. Okay. So, der Pflanzenclub. Ja, war damals, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, meine erste Anlaufstelle, weil ich natürlich das Glumander- und Freundendeck hatte. Ja, und ein bisschen auf diese Wasser-, auf diese Pflanzentypen hier rumkeulen musste, um irgendwie gewinnen zu können. Nur Mädchen dürfen dem Pflanzenclub beitreten, aber momentan akzeptieren wir sowieso keine Neuzugänge. Tut mir leid. Myrapla, Myrapla, kugelrundes Myrapla. Myrapla ist kugelrund und so süß. Ich gebe dir dieses Giflor, wenn du mir dafür ein Myrapla gibst. Möchtest du tauschen? Nein. Ich will ein Myrapla, ein kugelrundes Myrapla. Wir wollen erstmal schauen, wie viele Myraplas wir überhaupt haben. Bevor wir die jetzt einfach gedankenlos weggeben. Aber grundsätzlich ist so eine einfache Karte gegen so eine seltene Karte natürlich sehr sinnvoll getauscht. Myrapla, ja, einmal. Giflor haben wir auch noch nicht. Wir warten damit mal noch ab. Abro. Oma? Ich liebe diesen Ort. Hier gibt es so viel Grün und so viele schöne Blumen. Okay. Hi. Pflanzen pflegen ist harte Arbeit. Lass mich eine Weile ausruhen. Wen? Die Pflanzenclubmeisterin meinst du? Du meinst Niki? Niki ist nicht hier. Ich brauche eine Pause. Möchtest du das Pokémon-Sammelkarten mit mir spielen? Unbedingt wollen wir gegen Britta antreten. Ich würde jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass wir hier auch gewinnen. Mal schauen, wir haben Krabi und Nidoran. Was hat Krabi für eine Schwäche? Elektro. Okay. Ja, ich weiß nicht, was setzen wir ein? Krabi, lass mal deinen Familienruf sehen. Suche in deinem Deck nach einer Basis-Pokémon-Karte mit dem Namen Krabi und lege sie auf die Bank. Okay. Warum nicht? Setzen wir Krabi ein, der kann wenigstens in Runde 1 was machen. Nidoran zwar auch, aber der Treffer ist immer sehr unsicher.
ist mir persönlich gerade auch zu unsicher. Da ist Nidoking schon deutlich besser. Und Nidorino. Ich wollte eigentlich Nidorino sagen. Hier, wir haben Defender gezogen, das ist gar nicht schlecht. Jetzt so am Anfang. Familienruf. So, Krabi, wir wollen ein Krabi. Haben wir schon eins gesehen? Nee. Kingla, nee, das ist kein Krabi. So, Krabi. Dann können wir nämlich dieses Krabi notfalls auch guten Gewissens draufgehen lassen. Ja, das hätte jetzt nicht sein müssen, dass der da was kriegt. Hier hat sowieso ein Pokémon gezogen. Schade. Ich bin immer sehr für einen sehr schnell beendeten Kampf zu unseren Gunsten. Ja, Kangama. Wäre schön, wenn wir Kangama auf der Starthand gehabt hätten. Wasserenergie an Krabi, dann können wir jetzt ein bisschen losschlagen. Oh, ja. Wir bewahren uns den Defender einfach mal auf. Man weiß ja nie. Ganzen Energie an Tangela, ja, klasse. Zum Glück sind wir nicht gelähmt. Lanzenenergie an Nidoran auf jeden Fall. In der Hoffnung, dass wir bald einen Nidorino bekommen. Ja, wir haben einen Trank. Dann lassen wir das erstmal mit dem Defender, weil der absorbiert ja sogar 20 Schadenspunkte und nicht nur 10. Dass wir jetzt noch von dem Tangela vergiftet werden, ist doch eher unwahrscheinlich. Der hat sich eine Blattenergie mit Energiesuche rausgelegt und sie an Mirapla gefüttert. Benutzt Defender. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen, ganz ehrlich. Okay, wir sind sowieso gelähmt. Damit ist der Defender verschwendet. Das ist gut. Der Defender wäre doch nötig gewesen. Safkorn. Ja, hilft uns gerade gar nicht. Wir starten Nidoran weiter aus. Irgendwann werden wir schon ein Nidorino bekommen. Wir sind da einfach mal ganz optimistisch. Optimistfisch. Portal bitte. Mann. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber wirklich. Kingla. Und wir haben noch eine Wasserenergie. Das ist auch cool. Dann machen wir das. Bei einer Entwicklung ist der Statuseffekt passé. Egal welcher. Außer besiegt natürlich, aber dann können wir auch nicht entwickeln. Wir verdreschen ihn mal. Wir sind voll der Pflegel. Kampfunfähig. Weiß Pflanzenenergie, das ist gut. Nidoran wäre noch besser gewesen, aber wir wollen nicht gierig werden. Alter, hat der ein Glück mit seinem ganzen Kopfgerolle? Das ist ja unglaublich. Da kommen jetzt aber Zahl hier. Mann, der wirft doch nur Kopf. Ein Trank, ja. Er kauft uns 2 Runden. Pflanzenenergie auf Nidoran. Wir sind sowas von optimistisch. Fertig. Kann der bitte irgendwann mal Zahl wieder rollen? Das gibt's doch gar nicht. Wie viel Glück hat denn der? Nidoran hilft uns gar nicht. Jetzt wäre ein Eicheldoktor schön. Fertig. Wir können ja nichts machen. Dabei lief das eigentlich recht vorteilhaft, bis der mit seiner ganzen Scheiß Glücksgewürfe hier ankam. Also, man echt Würfelhusten bei. Pflanzenenergie. Bewahren wir erstmal auf. Wir sind sowas von fertig. Endlich mal Zahl. Das gibt's doch gar nicht, ey. Er hat uns schon, ich weiß nicht, 40 oder 50 Schadenspunkte reingedrückt, ohne dass wir einmal zum Zug kommen.
Das ist ein bisschen viel. So. Hammer in your face. Jetzt hätten wir Plus Power gut gebrauchen können. Bevor wir jetzt angreifen, schauen wir erstmal, was er... Ja, jetzt haben wir... Ach, Mann, ey. Victor. 30 Schadenspunkte zuzufügen, braucht der Zweikampfenergie. Nebulak, Schlafgas und Schicksalsband. Entferne eine auf Nebulak abgelegte Psychoenergiekarte, um diesen Angriff auszuführen. Falls ein Pokémon Nebulak während des nächsten gegnerischen Zugs kampfunfähig macht, mache dieses Pokémon kampfunfähig, okay? Und Pikachu. Hat schon Elektroenergie, okay. Ich glaube, unsere Schwäche war Elektro. Das ist nicht so cool. 30, damit würde er 60 Schadenspunkte machen. Abzüglich Defender 40. Das heißt, mit Pikachu tötet er uns sowieso. Da brauchen wir jetzt keinen Defender einzusetzen. Wir geben Nidorino schon mal die Pflanzenenergie, dann ist er gut vorbereitet. Plus Power hilft uns gerade auch nicht. Krabhammer. Krabi, juhu. Ja, ich habe damit gerechnet, dass er Pikachu einsetzt und auch, dass Pikachu noch eine Energiekarte erhält. Wir haben alles richtig gemacht. Nidorino. Pflanzenenergie. Haben wir da irgendwas vorne eigentlich so nicht? Wir haben Nidoran, haben aber kein Nidorino. Wir haben ein Safkorn, aber kein Raupi. Das ist nicht hilfreich. Wir haben Hornbohrer und eher nicht genug Energie. Das hilft. Pflanzenenergie, ja. Das ist halt so, ne? Der hat auch schon genug Zahl geworfen, ganz ehrlich. Schlafgas. Okay, wir schlafen nicht, wir haben gewonnen. Sieg. Und jetzt kommt der lang ersehnte Professor Eich, juhu. Na komm, wir greifen einfach an. Dann haben wir es hinter uns. So, ich bin gespannt, was wir für Booster bekommen. Ich freue mich, dass wir diesen Kampf auch gewonnen haben. Wie konnte ich verlieren? Wie? Ja, indem unser Nidorino mit seinem Hornbohrer alles plattbohrt. Rätsel, sehr schön. Nidoqueen. Ja, brauchen wir jetzt nicht, aber die doppelte farblose Energie, die brauchen wir. Sehr, sehr dringend sogar. Der Rest ist jetzt verhalten. Das Pikachu kann man auch nutzen, aber hätten wir über die Zeit wahrscheinlich sowieso zusammenbekommen. Amoroso, ja, noch so Nidoqueen, warum? Einmal reicht doch. Horos, Owei, ja, ist alles nicht so, ja, jetzt haben wir schon mindestens drei davon. Das war keine richtige Pause für mich, wenn ich verliere. Ja, gut. Egal, wir haben ein paar weitere Karten gekriegt. Der Wissenschaftsclub dürfte das sein. Ich bin so im Pokémon-Sammelkartenspiel vertieft, dass ich die Zeit vergesse. Macht das Pokémon-Sammelkartenspiel nicht riesigen Spaß? Ja, schon. Auf jeden Fall. Hast du Ichihara getroffen? Wünschte, ich wäre wie er. Echt? Der sieht doch wirklich hässlich aus. Bitte störe mich nicht. Ich stecke mitten in einem sehr wichtigen Experiment. Ups. Jetzt habe ich das übersprungen. Die Wissenschaft ist mir ein Rätsel, aber ich verstehe die Pokémon-Karten. Ich habe verloren. Ja. Feuerclub. Dann haben wir uns jetzt fast alles hier einmal angeschaut. Ich verglühe heute im Pokémon-Fieber. Eines Tages werde ich die legendären Pokémon-Karten erben. Okay. Glaubst du? Energie, Energie, Energiekarten sind sehr wichtig. Komm wieder, wenn du viele Energiekarten gesammelt hast. Dann verrate ich dir ein Geheimnis. Ichihara ist mein Freund. Ist es nicht toll, Freunde zu haben? Ja. Psycho-Club. Was, du willst die legendären Pokémon-Karten auch haben? Werde nicht. Ich auch, aber ich bin noch nicht gut genug. Ja, wir auch noch nicht. Junge, was ist mit dir? Mir sind alle Karten hingefallen. Ja, 32, heb auf, oder was spielst du da?
Deshalb ordne ich sie jetzt neu. Hi, ich bin Robin. Ich bin Mitglied des Psycho-Clubs. Mein Geistdeck ist wirklich stark. Es besitzt keinerlei Schwäche. Und die gegnerischen Attacken haben es sehr schwer, Schaden anzurichten. Möchtest du gegen mich antreten? Unbedingt. Ein einzelnes Match um 4 Preise. Kommt, meine kostbaren Geister. Lasst seine Pokémon verschwinden. Ja, Robin mit seinem Geistdeck. Gerade eben habe ich ihn gefragt, 32 heb auf. Kennt ihr 32 heb auf? Wenn nicht, wenn ihr das nächste Mal jemanden seht, der ein Kartenspiel in der Hand hat, also so ein ganz normales Skat-Kartenspiel mit 32 Blatt, wir haben nur Krabi, schade, dann fragt ihr ihn, ob er 32 heb auf kann, erkennt. Wenn die Person sagt nein, dann schmeißt ihr dem das Skatblatt aus der Hand, sodass es auf dem Boden landet und sagt, ja, heb auf. Sind 32 Blatt in dem Karten? Das ist 32 heb auf. Macht immer Spaß, das mit Leuten zu spielen, die es nicht kennen. Wo wir hier so bei Kartenspielen und so sind. Ja, wir haben wenig. Wir haben Wasserenergie für Krabi, wir haben Energieabsauger. Orzi und Zubat. Das sieht jetzt wenig nach Geist aus. Sieht auch nicht sehr geistreich aus. Wir machen Energieabsauger auf Mauzi. Es hat nämlich gerade nicht angegriffen. Auch bestimmt 2 Energie. Ja, genau. Dann haben wir nicht viel. Okay, wir schauen uns nochmal kurz sein Zeug an. Mauzi braucht 2. Der braucht auch 2. Mauzi macht aber nur 10 Schaden. Kann bei Kopf eine Karte ziehen. Okay. Wir haben auch gar nicht mehr ein Basis-Pokémon. Wir nutzen diesen Familienruf. Krabi? Familienruf, Krabi. Da. Okay, schade. Ich habe jetzt erwartet, dass er Mauzi noch so eine Pflanzenenergie reindrückt. Sehr schade. Ja gut, wir haben nur noch eine Energiekarte, die muss an Krabi gehen. Auch schade. Eiserner Griff. Voll eisern sind wir. Richtig hart. Die harten Gangster. Die Psychoenergie an Zubat. Ja. Warum pumpt er seinen scheiß Zubat? Das wollen wir nicht. Ah, ein Professor Eich und dabei haben wir noch so viel Zeug, was wir nicht verwendet haben. Das ist unschön. Ich lege ungern so viele Karten ab. Eiserner Griff. Noch ein Zubat. Zubat entwickelt sich zu Golbat. Das wird langsam unerfreulich. Nidoran. Na gut, können wir dann wenigstens schon mal nächste Runde zu Nidorino entwickeln lassen. Egal, wir hauen den kaputt. Wir hätten jetzt auch einfach Runde beenden können, um ein bisschen anständige Karten zu ziehen, um uns da auf eine sichere Seite zu bringen. Aber wir ziehen es durch. Flügelschlag 30 Schaden. Ja, mal schauen, wie weit wir da mit dem Trank kommen. Nidoran. Trank. Nidorino. Ja, den Trank erst nächste Runde. 20, 40, 60. Ja, wir haben nur eine Plus-Power, die bringt's da echt nicht. Angriff. Ditto. Ich höre Energie an Ditto. Ja, wenn wir jetzt noch einen Trank einwerfen, fressen wir 30 und sind trotzdem tot. Da würde jetzt nur ein Defender helfen. Egal, ich meine, was sollen wir machen? Wir setzen den Trank ein. Der ist sowieso gleich weg, wenn wir Professor Eich nutzen. Nidorino. Und Plus Power. So. Hand ist leer. Der perfekte Moment, um den Eicheldoktor zu nutzen.
Bill. Ja, wir ziehen gleich mehr nach. Wasserenergie und Kingler. Geile Sache. Geile, geile Sache. Kingler können wir jetzt wirklich sehr gut gebrauchen. Den hämmern wir weg. Aber volle Lunte. Ja, das Golbat macht uns keine Probleme mehr. Nidoking auch cool. Sehr geil. Freue ich mich drüber. Wir haben ja schon Nidorino. Und Nidoking macht echt Bang Bang Bambos. Nidoking, ja, was soll's, legen wir gleich rauf. Wir geben ihm auch gleich eine Pflanzenenergie, dann ist er auf jeden Fall einsatzbereit. Und das ab nächster Runde. Kann Gamma das noch reißen? Egal, rein damit. Opi haben wir schon drin, ja. Okay. Ja, die Pluspower hätten wir jetzt gebraucht, aber was sollen wir machen, ne? Ah, Krabhammer. Eine Pflanzenenergie. So, Nidoking ist bereit. Wir sind's auch. Hätte Nidoking schon ganz gerne eigentlich mal richtig eingesetzt, so mit seinem Toxin und alles, aber das wird hier wieder nichts. Also Kingler hat gut was gerissen. Pflanzenenergie haben wir ausgewählt, ne, an Raupi. Angriff, Krabhammer, gewonnen. Nüg. Ja, sehr schön. Wir haben wirklich Glück. Mal schauen, was wir von ihm für Booster kriegen. Vielleicht Labor oder so. Mein Geist-Tag hat verloren. Tatsächlich. Also ich habe keine Geister gesehen. So, Evolution haben wir bekommen. Und ein Pokémon-Züchter. Das ist geil. Das sorgt für Freude. Lege eine Evolutionskarte der Phase 2 aus deiner Hand auf das entsprechende Basis-Pokémon. Du kannst diese Karte jedoch nur spielen, wenn du dieses Pokémon ohnehin weiterentwickeln darfst. Ja, ist sehr geil. Das heißt, angenommen, wir haben da einen Bisasam auf dem Feld liegen. Haben einen Bisaflor auf der Hand, können wir Pokémon-Züchter nutzen, um Bisasam direkt auf Bisaflor zu bringen. Und das gleiche natürlich auch mit anderen Pokémon. Zum Beispiel Nidoran männlich auf Nidoking etc. Und noch ein Galopa, ein Smetbo. Also wir haben hier richtig gut was rausgezogen. Schön, Stami auch. Ja, ist gut, ich freue mich. Mach oh mein, gut, darüber freue ich mich jetzt nicht so. Noch ein Galopa, dann sind wir damit fast durch. Shiggy kann man auch gebrauchen. Safcon, das ist geil.